بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt: Gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr. So dient ihm, das ist ein gerader Weg. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Friede seien auf ihm, auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Konzept der Allahs Anbetung. Allahs Anbetung hat eine große Stellung und einen hohen Rang im Islam, da sie der ultimative Zweck ist, für den der allmächtige Allah alle Lebewesen geschaffen hat. Allah sagt im Koran: Und ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Zitat Ende. Und an anderer Koranstelle steht: Wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten. Es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir. Zitat Ende. Darüber hinaus ist die Anbetung die Pflicht gegenüber dem Menschen sein ganzes Leben lang. Al-Hasan al-Basri sagte so: Es gibt nichts, was die Anbetung aufhalten kann, außer dem Tode. Beim Betrachten der islamischen Scharia stellt man fest, dass die Anbetung zwei Implikationen hat. Die erste hat eine breite und allgemeine Bedeutung, die alle Wege des Guten abdeckt, wie die Arbeit, gute Manieren, Wahrhaftigkeit, Verzeihung von jemandem, der sich falsch verhält, Versöhnung zwischen Menschen, Unterhaltszahlung für die Familie, sowie alle anderen Taten der Guten, alle anderen Taten. Daher, der allmächtige Allah sagte so im Koran: Nichts Gutes ist in vielen ihrer vertraulichen Gespräche, außer derer, die Almosen, Richtes oder Aussöhnung unter den Menschen befehlen. Und wer dies im Trachten nach Allahs Zufriedenheit tut, dem werden wir großartigen Lohn geben. Zitat Ende. Unser Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte: Jedes Glied des menschlichen Körpers muss Sadaqa, also Wohltätigkeit, geben. An jedem Tag, an dem die Sonne aufgeht, wenn du Gerechtigkeit zwischen zwei Parteien stiftest, so zählt dies als Sadaqa. Jemandem zu helfen, sein Reittier zu besteigen, ist Sadaqa. Oder ihm beim Beladen seines Tieres zu helfen, ist Sadaqa. Ein freundliches Wort ist ein Sadaqa. Jeder Schritt, der zum Gebet führt, ist Sadaqa. Etwas vom Weg zu beseitigen, was ein Hindernis bildete, ist Sadaqa. Zitat Ende. Auch der Bau des Landes durch Landwirtschaft, Industrie und die Beherrschung der Arbeit auf eine Weise, die der gesamten Gesellschaft zugutekommt und ein Grund für den Fortschritt des Landes ist, ist eine der gottesdienstlichen Handlungen, die Allah liebt und von allen seinen Dienern erwartet. Es steht im Koran: Er hat euch aus der Erde entstehen lassen und sie euch zu besiedeln gegeben. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte so: Die von allen am meisten geliebten Menschen sind diejenigen, die den Menschen am nützlichsten sind. Die beliebteste Tat Allahs ist es, einen Muslim glücklich zu machen oder um eines seiner Probleme zu beseitigen oder um seine Schuld zu erlassen oder um seinen Hunger zu stillen. Dass ich in Not mit einem Bruder gehe, ist mir lieber, als dass ich mich einen Monat in dieser Moschee in Medina zurückziehe. Wer seine Wut schluckt, dann wird Allah seine Fehler vergeben. Wer seine Wut unterdrückt, obwohl er seine Wut erfüllen könnte, wenn er wollte, dann wird Allah sein Herz am Tag der Auferstehung sichern. Wer mit seinem Bruder in einer Not geht, bis er sie ihm sichert, dann wird Allah der Erhabene seinen Fuß über die Brücke festigen an dem Tag, an dem die Füße erschüttert werden. Zitat Ende. Die zweite Bedeutung ist aber spezifisch. Es beinhaltet die Durchführung der Riten des Islam, also das Gebet zu verrichten, die Zakat zu entrichten, im Monat Ramadan zu fasten und die Pilgerfahrt zu vollziehen. Allah sagt im Koran: Haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet und es steht demütig ergeben vor Allah. Zitat Ende. In einer anderen Koranstelle steht: O die ihr glaubt,
vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen für euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Zitat Ende. Und an dritter Koranstelle steht, und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen, diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner und bedürftig. Zitat Ende. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah Segen und Friede sein auf dem letzten Propheten Muhammad, seiner Familie und seinen Gefährten. Wir betonen, dass ein aufrichtiger Mensch derjenige ist, der ein Gleichgewicht zwischen der Erfüllung der von Allah auferlegten Pflichten wie Gebet, Fasten, Zakat und Pilgerfahrt für denjenigen, der dazu fähig ist, zwischen diesen und dem Teilnehmen an dem Aufbau des Universums sowie dem Festhalten an edlen Werten hält. Es ist in diesem Zusammenhang zu bestätigen, dass gottesdienstliche Handlungen in ihrer spezifischen Bedeutung keine Früchte tragen können, es sei denn, sie beeinflussen die Verhaltensweise eines Menschen. Im ehrwürdigen Koran steht gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Der Prophet Muhammad sagte so in einer Überlieferung, wenn einer von euch fastet, sollte er weder schlechte Worte sagen, noch seine Stimme erheben. Wenn jemand beschimpft wird oder Streit sucht, soll er sagen, ich faste. Zitat Ende. Er sagte ferner, ich wurde gesandt, um den vorzüglichen Charakter zu vervollkommnen. O Allah, hilf uns, deiner zu gedenken, gegenüber deinen Gaben dankbar zu sein und dir gegenüber auf schönste Weise unseren Dienst als deiner erweisen zu können. Zitat Ende.